Keine Spiele im deutschen Profifußball am kommenden Wochenende. Die optimale Gelegenheit also für das ein oder andere Testspiel. So auch für die Mannschaft des FC St. Pauli, die zu Gast waren beim Regionalligisten FSV Frankfurt. St. Pauli-Cheftrainer Markus Kauzinski gab besonders denjenigen Spielern die Chance, die zuletzt eher in der zweiten Reihe gestanden hatten. So stand zum Beispiel Kapitän Bernd Nerich von Beginn an auf dem Spielfeld. Die Mannschaft vom Millerntor in der ersten Hälfte in Braun und Weiß von links nach rechts. Erste Gelegenheit, Schneider ist das, der im Sturm gemeinsam mit Diamantakos ran durfte. Der Ball kommt über Zander zu Şahin. Cenk Şahin ist durch und da ist Dimitrios Diamantakos 1-0, keine zwei Minuten gespielt. In der Endphase der vergangenen Saison spielte Diamantakos zuletzt von Beginn an, half der Mannschaft dabei, den Klassenerhalt zu sichern. Dann verletzte er sich in der Vorbereitung und ist derzeit nur die Nummer 3 hinter Sammy Alagui und Neuverpflichtung Henk Fährmann. Die Boys in Braun von Beginn an mit viel Spielkontrolle machten den Klassenunterschied deutlich und kombinierten sich gefährlich durch das Mittelfeld der Frankfurter, die große Probleme hatten, defensiven Zugriff zu bekommen. 16. Minute, das ist wieder Şahin, nett begleitet von den Frankfurtern. Einblick, zweiter Pfosten, Miyaichi ist da. Die Geschichte um Ryo Miyaichi ist wohl eines der größeren Wunder, die mir im Fußball untergekommen sind. Ende April, der Japaner mit seinem dritten Kreuzbandriss, sogar ein mögliches Karriereende stand im Raum. Doch stattdessen hat Miyaichi schon 3 Einsätze bei St. Paulis U23 hinter sich und jetzt kämpft er sich langsam aber sicher zurück ins Team. Besonders die Flügelzange aus Miyaichi links und Şahin rechts beim FC St. Pauli also zu Beginn im Fokus, das sind die beiden, Birol im Frankfurter Kasten verhindert den nächsten Treffer. Die Gastgeber spielten ja in der Saison 2015-2016 selbst noch in der zweiten Liga mit St. Pauli. 2 Abstiege und ein Insolvenzverfahren später kickt die Nummer 2 in Frankfurt nur noch in der Regionalliga. Derzeit nach 7 Spielen auf Platz 15. Das Spiel also ein bisschen die Erinnerung an deutlich bessere Zeiten. Jeremy Duziak, nächste gute Möglichkeit. Die Frankfurter brauchten eine knappe halbe Stunde bis zu ihrer ersten Gelegenheit. Nach einem Einwurf eine gute Ablage und dann steht's ganz schnell 1-2. Dursan Trnomut für die serbische U19-Nationalmannschaft absolvierte der Offensivmann 2014 2 Spiele, ist momentan vereinslos und spielt beim FSV vor. Ein Tor gegen eine Profimannschaft, sicherlich nicht die schlechteste Werbung für einen Vertrag. Die erste Hälfte hatte also ganz schön was zu bieten, leider aber nicht nur in sportlicher Hinsicht. FSV-Kapitän Schlick und Diamantakos geraten nach diesem rustikal geführten Zweikampf aneinander. Schlick will nach der Tätlichkeit von Diamantakos erstmal einen kleinen Boxkampf austragen. Der unparteiische Julius Martenstein hatte alle Hände voll zu tun. Am Ende flogen die beiden Streithähne jeweils mit glattrot vom Platz. Vielleicht hätte den beiden Herren mal jemand sagen sollen, dass das Ganze früher mal als Freundschaftsspiel bezeichnet worden wäre. Und auch wenn wir heutzutage sprachlich korrekt von Testspiel reden, die Aktion natürlich komplett unnötig in so einer Partie. Wie schön, dass danach wieder Fußball gespielt wurde und wir uns dem Sportlichen zuwenden können. Markus Kauzinski wechselte in der Halbzeit Ersin C hier für Duziak ein, der sich gleich mal mit diesem Pass einfügte. Schneider scheitert mit seinem Abschluss. Der FSV suchte seine Chance in Konzergelegenheiten, mit nur 20 Spielern in der Partie ja durchaus keine ganz schlechte Idee. Elias Sultani ist das. Erst abgeblockt, holt sich den Ball dann wieder und hat das Auge für Wienhardt. Markus Wienhardt aus der U19 des FSV, toller Abschluss und ein Bestanden im Materialtest fürs Aluminium gibt's obendrauf. St. Pauli wurde in der Folge aber seinem Favoritenstatus nach wie vor gerecht. Er spielte sich zuhauf dicke Gelegenheiten. Şahin, ein Tor war ihm heute nicht gegönnt, was auch am ganz starken Birol im Frankfurter Kasten lag. Beide Teams wechselten im Lauf der zweiten Halbzeit kräftig durch. Neudecker eingewechselt auf Fährmann. Ebenfalls eingewechselt und auch auf der anderen Seite verrichtet die Latte ihre Arbeit. Souverän, dicke Gelegenheit des Holländers, der ja in den vergangenen beiden Spielen ein Tor erzielen konnte. Die Kiezkicker in der zweiten Liga derzeit auf Platz 9. Nach 2 Siegen zu Beginn, zuletzt 3 Pleiten am Stück, jeweils mit 3, 4 und gegen Köln sogar 5 Gegentoren. Defensiv hapert es also derzeit und auch der FSV kam zu seinen Möglichkeiten. Corbinian Müller verhindert stark den Ausgleich. Es sollte die letzte Gelegenheit in einer munteren Partie bleiben. Nach 90 Minuten schlägt der FC St. Pauli den FSV Frankfurt verdient in einer Partie, die, Stichwort schlagen, nicht immer den Charakter eines Testspiels hatte. Endstand FSV Frankfurt 1, St. Pauli 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.